Ich weiss, die Aussagen vom Bund sind manchmal ein bisschen missverständlich. Darum möchte ich einen wichtigen Punkt jetzt mal Klarheit schaffen. Nämlich, ja, du darfst joggen. Aber du musst nicht. Vor dem Virus kannst du nicht davon rennen, vor allem nicht im Kreis. Ich stelle mir vor, wie die Jogging-Junkies dort mal bei der ersten Pressekonferenz vor dem Fernseher gehockt sind. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dieses Virus ist gefährlich. Mhm. Hoch ansteckend, mhm. Könnten sehr viele Leute sterben. Mhm. Müssen jetzt viel die Hände waschen, so gut es geht, zu Hause bleiben und Abstand voneinander halten. Ja, okay, aber wie ist mit Joggen? Entschuldigen Sie. Joggen, wie ist mit Joggen? Na gut, also gut, ich weiß nicht, ob das jetzt unsere größte. Ob ich darf gut joggen, das ist alles. Gut, also wenn Sie ganz alleine sind und niemandem zu nahe kommen, dann können Sie natürlich auch... Geil! Joggen! Schatz! Leute, Familie, die Freunde und am Geschäft! Jetzt gehen wir alle zusammen joggen! Gegen das Coronavirus! Was? Joggen tötet das Virus? Ja, hat der Bund gesagt. Ja, dann müssen wir jetzt raus, die Leute retten. Also so kommt es mir zumindest vor. So nahe wie die Amel an mir vorbeispeichelt, habe ich das Gefühl, die wollen mir jetzt gerade Mund-zu-Mund-Beatmung geben. Du darfst joggen, wegen dem musst du mir beim Spaziergang nicht in den Hals schnaufen wie ein Vampir kurz vor der Fütterung. Und ja, ich weiss, Joggen stärkt das Immunsystem. Aber nur dies. Masturbieren stärkt auch das Immunsystem. Aber wegen dem musst du jetzt auch nicht gerade in Dreiergruppen im Wald haarscharf an anderen vorbei masturbieren. Da kannst du dann nach Corona wieder machen. Mach's nicht. Und schau, ich verstehe es ja. Ich bin früher auch gern joggen, aber dann habe ich Freunde gefunden. Na ernsthaft, es geht ja darum, dass man so allein wie möglich geht joggen. Und da ist doch auch immer schon schön dran gewesen. Man sieht hundsmiserabel aus, aber niemand sieht es. Und wenn jemand entgegenkommt, zieht man kurz das Tempo an, den Bauch ein, den Mundwinkel auf und sagt «Guten Morgen!» Hebt die Luft an und bricht hinter dem nächsten Ecke in Würde zusammen. Und klar dürft ihr als Familie zusammen joggen, wenn es unbedingt muss sein. Aber tönt nicht so, als würdet eure Kinder das freiwillig machen. Komm schon. Denen habt ihr doch gesagt, ihr geht in den Europapark und jetzt rennt ihr euch nur nach, weil es allein nicht mehr heim findet. Oder wenn sie sich Sorgen machen um ihre jüngste Geschwister, die vorne im Offroader-Kinderwagen vor lauter Rütteln fast am eigenen Erbrochen erstickt. Seitenlage! Liam! Seitenlage! Ich weiss, am Anfang von dieser Krise haben sie noch gemeint, das sei eine gute Idee, einfach mal so ein bisschen rennen. Ersten Tag 4 Kilometer, ja bravo. Zweiten Tag 6 Kilometer, hey super. Und am dritten Tag liegen sie direkt nach dem Start mit einer Sehnenscheidenentzündung im Garten vom Nachbarn, wo er ganz langsam würde verenden, wenn der euch nicht ab und zu würde die Reste von seinem selber gemachten Sauerteigbrot aus dem Fenster rühren. Darum alles in allem, geht joggen. Aber denkt dran. Ihr schnauft mehr, ihr schwitzt mehr und, sind wir ehrlich, ihr brüllt mehr. Stichwort Tröpfcheninfektion. Und ich will ja sowieso lieber nicht angesteckt werden. Aber wenn, dann sicher nicht von den Tränen eines Joggers.